Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Hier aus dem Nationalrat melden wir uns zu einem sehr interessanten Vormittag. Der zweite Nationalratspräsident Karl-Heinz Kopf wird gleich die Sitzung eröffnen. Und dann beginnen wir mit einer aktuellen Stunde der Neos, Stichwort Föderalismus. Die Neos wollen debattieren, inwieweit Einsparungsmöglichkeiten da drinnen wären. Danach gibt es eine aktuelle Europastunde der Grünen. Das geplante Freihandelsabkommen TTIP steht da am Plan. Und dann sozusagen das Highlight des heutigen Tages, die Debatte und dann die Abstimmung zum Fortpflanzungsmedizingesetz. Sie haben das ja vielleicht beobachtet. Es gab da in den vergangenen Wochen schon eine sehr interessante Debatte. Die landet heute hier im Nationalrat. Und die FPÖ möchte eine namentliche Abstimmung haben zu diesem Fortpflanzungsmedizingesetz, damit gesehen wird, inwieweit die ÖVP Abgeordneten heute bei dieser Abstimmung tatsächlich mitgehen. Wie gesagt, Karl-Heinz Kopf sollte die Sitzung hinter mir gleich eröffnen und wir schalten einmal gleich runter zu ihm ins Plenum.